Und damit herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind wieder da und ich hatte ja eigentlich am Anfang der letzten Folge gesagt, Mensch, und ich werde wahrscheinlich viel schneiden. Ich habe genau eine Szene geschnitten. Die ging ungefähr 1,5 Minuten. Die habe ich runter, also einen Schnelldurchlauf gemacht, wo dann so kam. Sehr professionell, ich weiß, aber ich habe mir gedacht, ich schneide nur einmal. Also rausschneiden wollte ich sie nicht und das war einfach nur ein bisschen sortieren. Und für die, die hier im Stream dabei sind, ich habe jetzt alle, und ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, ich habe jetzt alle Zivilisationen hier ausgerüstet mit Waffen, also und Betten, also so gut ich konnte. Selbst die Oberlandstation hat was abbekommen. Oder hat noch wer gefehlt? Nee, ich glaube nicht. Ja, also alle. Alle Siedlungen. Hier steigt das Hangman, war ich zuletzt, deswegen ist noch bei 7%. Da kommen natürlich auch viele Leute dazu, weil er so eine Stationsdingens ist. Und hier irgendwo habe ich eine. Genau, Starlight Drive habe ich auch nicht so viele Betten. Und das wird hier ganz gut laufen. Wir könnten natürlich auch vielleicht nochmal ein, zwei Leute im Zweifel verschieben. Wir haben noch ein Level Up. Oh Gott, was soll ich denn machen? Irgendwas hatte ich mir da vorgenommen. Ich könnte vielleicht nochmal zur Not, solange ich es nicht. Mir nicht einfällt, könnte ich eigentlich hier nochmal einen raussetzen, ne? Hier auf Tragen. Ich glaube, das wollte ich auch mit Level. Ah, ne. Was? Wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Ich überlege gerade, ob das cool ist. Also, der Sound geht mir nur auf den Sack. Ich glaube, sowas wie Waffenfreak wollten wir für die Ada eigentlich auch noch machen, ne? Ja, und Hacken eigentlich aber auch. Du kannst Meisterschlösser und alle Schlösser einfacher knacken. Ich glaube, das macht erstmal Sinn. Damit wir in die ganzen Sachen reinkommen. Du kannst Meisterschlösser. Warte mal, wenn ich Meisterschloss. Da fällt mir noch gerade was ein. Komm ich zu Walt? Ne, kann ich rüber. Kann ich mir nicht da diesen Eiser holen? Ein Eiser? Eine Eiserin? Müssen wir nur mal gucken. Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt, das ist auch schon wieder 700 Folgen. Ne, einfach raufgehen geht nicht. Ich muss ihn, glaube ich, hier anmachen, ne? Wir gucken mal. Drück mal den. Drück mal. Den Knipp. Knippi. Vorne runter geht's. Eda. Tschüss. Nur bedingt cool. Aber der letzte Punkt ist geil von dem Skill, stimmt. Ja, hattest du was erwähnt, Gundam? Irgendwas ist da ganz krasses. Bei dem letzten Punkt. Ja, ich will aber. Will schon mal gar nicht. Möchte ja eigentlich gerne. Natürlich, wenn ich hier überall so lang reise, diese ganzen Meisterdinger auch öffnen können, ne? Das finde ich irgendwie primär erstmal wichtiger als der krasse Perk, den du mir wahrscheinlich gleich nochmal verraten wirst. Gespannt. Weiß ich natürlich nicht mehr. Wir müssen, glaube ich, also ich werde wahrscheinlich laufen. Sind die Viecher schon wieder da? Nö. Kann es nicht sein? Hier waren wir auch überall und wenn hier was ist, dann habe ich es mit Sicherheit nicht übersehen, sondern es ist Respawn. Warte mal. Hier auch nicht, genau. Gehen wir hier lang und dann kommt, glaube ich, dahinter der Raum. Kann ich da? Na, ich gehe da mal. Lieber außen rum. Ja, das wäre ja nicht gut ausgegangen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Schauen das an dir zuführt. Schauen ich gar nicht mal so viel. So. Ich hoffe. Das ist ein Meisterschloss. Yep. Ist es. Braucht den nicht verraten, könntest du selber nachschauen. Ich glaube, der zeigt mir den noch nicht an. Wir gucken gleich nochmal. Dann noch. Oh. 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 Really? Na. Na.
Sag mal! Weißt du, das Schloss ist ja irgendwie. Einfach. Cool. Petra! Moin! Er kann es nicht verraten, weil er es selber nicht mehr weiß, genau. Das ist aber nicht zugeben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Moin! Kryolator. Verdammt nochmal, ja. Ja, Mann, verdammt nochmal. Kryo. 200 Schuss? Braucht man extra so ein Dingens für? Hm. Auf jeden Fall haben wir das Ding jetzt. Nice. Komme ich auch hier raus? Bestimmt. Es gibt bestimmt einen kürzeren Weg. Und natürlich, wenn wir das Ding jetzt mal gleich ausprobieren. Kryo, wo krieg ich denn. Jetzt sieht das. Was ist denn Kryo? Ray Waterman! Moin, moin! Ja, alles klar. Petra, ja! Und selbst. Euch auch. Alles schick. Doch auf den Perk und dann Eis, glaube ich. Okay, gucken wir gleich. Gucken wir gleich. So. Ich überlege ja immer noch, die Story hier nicht zu krass schnell durchzuflitzen. Deswegen wollen wir ja immer noch da oben in die Ecke hin. Weil ich die da überhaupt nicht kenne. Aber. Oh, sieht die geil aus. Wow, sieht die geil aus. Also, really? Die sich auch anhört. Und wie das Zeug da unten durchfließt. Ich sitze da nicht vor, das geht. Ich wollte nochmal kurz hier. Alt. Ach, hier. Ah, cool, ja. Wenn du überladen bist, kannst du schnell reisen. Der ist schon mal sehr geil. Den brauche ich. Brauche ich aber eh Level 30 für. Also haben wir noch Zeit. Deswegen war Meister erstmal sowieso gut. Und starker Rücken, wenn du überladen bist, kostet das Laufen 50% weniger Aktionspunkte. Ja gut, der ist ja nicht so krass. Ich glaube, du meinst ihn davor, ne? Dass der krass ist. Also nicht der, nicht der dritte. Wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Ja, okay, nice. Geht aber. Jumper is in the house. Moin moin, guten Abend. Schnellreisen mit Überladen, das ist mega nice. Das ist mega nice. Ich rufe dich nie wieder los. Was ist passiert? Achso, wegen Zombie-Horde. Tja. Moin, moin. So, ich habe das Gefühl, ich habe es ja in den letzten. Im letzten Offstream-Video, was ihr im Stream nicht wissen könnt, habe ich die Vermutung aufgestellt, dass es mit dem DLC trotzdem noch ein bisschen buggy ist. Ich will jetzt nicht auf irgendwas schießen. Weil ich nur noch von diesen Mechs angegriffen wurde. Es ging gar nicht. Das Ding wiegt zu viel. Ich finde das jetzt nicht. Können wir irgendwo, wo sind. Ich will jetzt aber auch nicht ständig hin und her reisen. Also wir müssen ja. Dahin. Komm, da sind doch bestimmt noch irgendwelche Gegner. Oh, fuck. Ach, wie kriege ich. Nein, ich will die Markierung eigentlich wieder weg haben. Scheiße. Hm. Echt von da rüber. Wow. Ermon! Moin! Das mit dem Überland teleportieren, beides gelingt dir nicht. Ja, das glaube ich auch, das wird erreicht. Was geht hier denn ab? Was ist denn los? Der Gonji hat, glaube ich, Urlaub. Aber ist trotzdem leider nicht. Nicht die ganze Woche da. Achso, ich dachte, da sitzt einer. Ich will nur einmal diese Waffe ausprobieren und dann werden wir die auch schon wieder parken gehen. Und dann auch nochmal gucken, dass wir. Wobei, wir können ja einfach mal bis zum nächsten Punkt hier laufen. Dann teleportieren wir uns zurück. Bis dahin sind wir wahrscheinlich eh voll gelootet. Wir nehmen die Waffe erstmal mit.
Guck mal. Da unten sind doch schon. Uiuiui. Ui, ui. Rust Devil. Moin, Diggi. Kriegen wir dich. Oh, ist das so weit? Da steht überall 0%. Also, ich glaube. Oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, ich glaube. Du wirst mich mal heilen. Irgendwo auf der Karte fragt er eigentlich, ob die Markierungen gelöscht werden sollen. Ah, okay. Ach Gott, hier hast du einen Schatz gefunden. Dort einen Schatz gefunden. Gonchi hat dort einen Schatz gefunden, fragt er ganz indirekt und unspoilernd. Meinst du die Waffe hier? Die habe ich gerade aus der Vault rausgeholt. Ich glaube, das ist eine Waffe, mit der ich irgendwie. Das war uncool gerade. Aber wir haben jetzt noch nicht viel gemacht und nur erzählt. So war das vor dem Stream aber auch schon. Richtig produktiv war das noch nicht. Es waren ein bisschen viele Gegner, glaube ich, für diese Waffe. Ich will mal gucken, wie wir gleich. Jetzt regnet es natürlich. Wow, geil. Ich will mal gucken. Schießen die da hinten sogar? Oder hier lang? Die sieht man natürlich viel besser, wenn es regnet. Vielen Dank übrigens dafür. Ach, die schießen. Alles klar. Wer. Die fallen hier runter. Schießt ja nicht so. Zu den Paladinen. Da würden wir irgendwie eigentlich auch gerne nochmal zwei, drei Quests machen. So. Bei denen. Oh, wow, da sind schon wieder. Sind die jetzt alle weg? Oder sehe ich das einfach nur nicht? War hier ein Händler? Das sieht so. Okay, die scheinen weg zu sein. Aber es sieht auch so aus, als wären die. Den Händler getötet hätten. Ich kenne die Gegend hier gar nicht. Und schon merke ich wieder, wie gut dieses Spiel eigentlich ist. Hier war. Länder und hier ist irgendeine Gerätschaft. Nein, das sehe ich nicht. Ich nehme alles mit. Wo sieht der Augenbot cut. Okay. Wer hat denn hier so gebaut? Muss nah dran stehen. Ja, habe ich mir beinahe gedacht. Hast du oder hast du nicht? Nee, ich meine eher Rüstung. Clouds Combat. Nicht zu verwechseln mit den Kriegsclowns. Ja. Hast du denn inzwischen ein bisschen an deinen Knarren gemoddert? Nee, also wo zwischen meinst du denn? Also zwischen den letzten Streams ist ja schon eine ganze Weile her. Bad. Nach Komponenten scannen? Nach Munition scannen? Nach Sprengstoff scannen? Oh, mit Dockinstitution. Munition für Suche wählen. Ja, warte mal, war das nicht 45er, die ich brauchte? Leider ist der letzte Stream zu lange her. Warte drauf, dass der Augenbot für 45er. Wow, und dann? Ey, wie cool! Das sind ja immer die, die immer dieses Radiogedöns abspielen. Und dann meldet er sich dann bei mir. Wir werden es ja sehen. Ich will nur noch mal gucken, ob 45er richtig war. Für diese geile Waffe. Ja, war sogar richtig. Und wir haben auch nochmal automatisch gespeichert. Was nicht ganz unwichtig ist. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. Danke. Am besten über Funk oder so. Keine Ahnung, ob ich. Also da warten ist ja Blödsinn. Aber wo schickt er das hin? Also. Ich geh nochmal rein. Fehler. Schwerwiegender Fehler beim Augenbot. Kommunikation so. Kann ich mit dem Augenbot mit alle Rückruf und. Oder nehme ich das Ding mit nach Hause, wenn es ein Holoball ist? Ich kann das ja nicht bauen. Frage.
Fragen über Fragen, die wir hier heute wahrscheinlich nicht mehr beantworten werden. Und ihr macht mal da oben euren Job, dann passt das schon. Naja, man kann so viele Kleinigkeiten ändern, wenn man ein bisschen fit ist. Was ist denn hier los? Ja, kann man. Bestimmt. Oh, warte, ich höre Tiere. Oh, warte. Seid ihr nah genug? Hummel! Hummel! Schon offline? Was hat denn YouTube noch? Nichts Besonderes. Moin, Hummel! Und Zuschauer! Wildlands habe ich noch so im Augenwinkel gesehen gehabt vorhin. Das hält ja nicht lange. Oh, warte mal. Wenn ich die jetzt abschieße, ne? Oh ja, genau. Das habe ich mir gedacht gerade. Ich bin gerade in Action. Warte, einmal nochmal den. Na gut, bei der funktioniert das nicht ganz gut. Aber die ist ja auch... legendär. Warte mal. Oh, 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 oh. Oh, so. Annehmen. Ich guck gleich wieder in den Chat. Level 21. Nice. Hallo, lieber Gonchi. Hallo, Omme. Wie war euer Stream? Seid ihr... mutierter Frauen? Seid ihr gut vorangekommen? Des Killers. 10% Schaden, wenn du... Die ist ja gar nicht mal... Was ist das denn für eine Munition? 45-70? What? Und ich habe schon viele Munition gesammelt. Aber dafür habe ich nichts. 45-70. Habe ich ja noch nie gelesen. Die war noch ein bisschen mutierter. Den nehmen wir auch noch mit. Okay. Also das ist so eine Wechselwaffe. Diese gute... Die gute... Der gute... Kreolator. Wofür wir auch mittlerweile nur noch 191 Schuss haben. Ja, ist nett. Aber ist ähnlich wie die Atomwaffe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die auch nett ist. Aber... Wann schießt du mit der mal, ne? Ring, 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 der Tee! Ring, 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 der Tee, moin moin. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Moin moin. Gibt es 70er Muni? Du, Rui Waterman. I don't know. Der Tee, moin moin. Grüß dich. Du hattest noch geschrieben vor dem Follow. Vielen Dank. Du, ich bin gerade sowas von müde. Mütchen gehen. Wildlands war sehr gut. Doch, war die Konzentration. Ob es nur die Konzentration war, Omme, wir wissen es nicht. Also, muss ja. Was sonst? Ich weiß. Es ist immer die Konzentration. Ich kenne das. Wenn ich Spiele, wo man ein bisschen Skill zeigen muss, sage ich auch immer, oh, ich fühle mich heute überhaupt nicht. Bin ein bisschen müde. Nein, du bist ja hier Shooter erfahren, ich weiß. Ich ja nicht so. Guck mal, wie schön die Sonne da... Oh, das sieht aber... Passt romantisch aus. Omme, das waren wahrscheinlich schon die ersten verabschiedenden Worte, vermute ich mal. Ich will dich nicht ins Bett schicken, aber bevor du hier jetzt gleich schreibst und ich rede jetzt nicht mit, du gehst ins Bett. Aber du hast ja morgen... Ja gut, du musst ja trotzdem früh raus, ne? Oder musst du morgen arbeiten? Nämlich Urlaub. Das Holz. Oh, ich erinnere mich an einen See aus vergangenen Spielzeiten. Und da oben ist, glaube ich, auch noch so ein kranker Ort. Wenn mir nicht alles. Also so ein Mech-Computer. Ich nenne die Mechs, diese kleinen Viecher.
der mega krass ist und den man irgendwie auch gefühlt nicht besiegen kann. Und hier unten sind, glaube ich, so eine Wasserkrakenviecher, die ähnlich krass drauf sind. Guck mal. Und natürlich bei dem Wetter. Ach, Bleefliegen, ich hasse die. Deswegen gehen wir da lang. Und ich glaube, ja, ich will keinen spoilern, der das Spiel noch nicht kennt. Oder die Gegend nicht kennt. 70er kenne ich nicht, Ray. Sonst hätte ich gesagt, das geht 45er und 70er Money rein. Ja, das sieht komisch aus. Kaum denkbar, Ray. Wo zieht das System denn die Schüsse an? Ja, genau. Also, komische Munition. Hätte ich sie irgendwie. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass man die irgendwie herstellen muss, sogar. Weil sonst hätte ich die ja schon mal irgendwo gesammelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo diese Munition übersehen habe und sie noch nicht gelootet habe. Ich erinnere mich ganz. Anonymous! Oh. Ein interessanter Name. Anonymous, moin moin, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Follow. Warum stand da? Da stand Anonymous, warum auch immer, es ist aber Riddick74. Hab mich schon gewundert, weil nennt sich denn Anonymous, genauso wie das manchmal so. Riddick war's. 74, ich weiß nicht, warum es nicht richtig angezeigt wurde. Steht sogar da, warte mal, nee, da. Da oben steht nämlich auch Anonymous. Warum auch immer, Riddick74, es tut mir leid. Riddick, ein sehr guter Film. Natürlich darf man nur eine Sorte reinpacken oder sonst keine Ahnung. Ja. Oh no, hier gab's immer Stress. Hier gab's immer Stress, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ob die sofort aggressiv sind. Das ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die drauf sind. Ich möchte hier eigentlich noch nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich hier schon direkt angegriffen werde. Ich wechsle mal die Waffe auf. Moin! Ich bin hier nur Zuschauer. Nimmt ihr mir nie ab. Vorsicht, es regnet und uiuiui, das sieht gefährlich aus. Ich dachte, es wäre eine Ratte. Also bei. Geh auch erstmal weiter. Hier will ich gar nicht hin. Die Gegend kenne ich, die war unfreundlich. Wie weit das noch ist. Gott, oh Gott. DJ Riddick, er hat's kaputt gemacht. Die Waffe hat ein bisschen was von Donnerbüchse. Die auch so im Prinzip also eine Idee, ja. Den Zirkus der Roboter habe ich geliebt. Sehr witzig. Schöne Möglichkeiten des Krepierens. Definitiv. Daran erinnere ich mich. Also ich werde da wohl nochmal hin müssen. Irgendwann. Da gibt es aber irgendwie auch eine Quest, weiß ich noch. Ganz dunkel. Ich weiß aber auch, dass ich da bestimmt 10-mal gestorben bin. Oh Gott, oh Gott. Und hier auch. Hab gebrannt. Das war so, das waren die letzten Züge meines letzten, also meiner ersten Staffel. Hier weiß ich, dass ich noch ziemlich krass gebrannt habe. Genau. Headshot. Double Crow. Hast du mich schon gesehen? Warte kurz. Ah. Oh nee, das war nicht gut. Jupp, sorry. Ja, jetzt. Halt still! Nichts werfen! Oh! Wo ist er hin? Ey, der erklärt das! Geh mal kurz hin! Ach, wie der Angst hat! Warte! Boah, was? Zweimal! Oh, ey, der hat Bock! Pass auf! Die ist im Nacken besonders stark! Und ich mit der Sniper. So, warte mal. Hier war jemand.
Das waren aber noch die einfachen. In dem Haus weiß ich, ist glaube ich einer mit einem Flammenwerfer. Wenn es so, ich weiß nicht, wie random das ist. Ich will jetzt auch kein... Ich spoiler ganz schön selbst, ne? Für euch. Für die, die sagen, oh Mann, ey. Bin so aufgeregt, aber jetzt weiß ich schon, was passiert. Ich muss ja alles verraten. Sorry. Ich versuche das weniger zu machen.